nicht hektisch werden. Komm, das ist trotzdem schwer, weil die ganze, siehst du, da kann das Auto nicht drauf stehen. Nächste. Eine Achterbahn der Gefühle. Wenn das Schaustück in sich zusammenfällt, ist der Traum geplatzt. Für jeden der Teilnehmenden. Wir sind auf der Weltmeisterschaft der Jungbäcker. The first prize is going to... Zum ersten Mal findet die WM in Asien statt. 13 Flugstunden und 9300 Kilometer von Deutschland entfernt liegt Taipeh, Hauptstadt Taiwans. Ungewohntes Terrain für die beiden deutschen Teilnehmer, Malika Boymesueva und Alexander Weinhold. Also man merkt auf jeden Fall, dass wir noch in einer anderen Zeitzone sind. Das mit dem Schlafen funktioniert noch nicht so ganz. Aber ich glaube, gleich, wenn es losgeht, da ist das wieder egal, da sind wir dann hellwach. Obwohl ich nur 4 Stunden geschlafen habe, trotzdem fühle ich mich ganz fit, bereit. Also, wir machen das. Ich denke auch. Intensive Vorbereitung soll sich im Kampf gegen Teams aus Südamerika, Asien und Europa bezahlt machen. Ja, den ersten Platz, ja, das wäre schon was Besonderes, gerade weil wir dann den Titel verteidigt haben. Und das dann 2 Jahre in Folge. Die letzten 2 Jahre siegten deutsche Nachwuchstalente. Ein dritter Sieg in Folge würde den Hattrick bedeuten. Ja, ihr habt einen Schritt drauf. Was ist denn los? Fast so, als hätten wir heute noch was zu tun. In dieser Küche müssen die beiden sich heute beweisen. Doch wegen einer banalen Sache wäre der WM-Traum fast frühzeitig geplatzt. Ja, wir haben keinen Koffer. Also unser Equipment fehlt. Keine Schablonen, kein Werkzeug. Das wird uns spannend, ob wir den noch kriegen rechtzeitig. Am Flughafen in Taipeh hieß es nach dem 13-Stunden-Flug. Und dann ist so, oh sorry, ihr Gepäck ist in Frankfurt geblieben. Und natürlich, das war sehr stressig. Also hätten wir unseren Koffer nicht rechtzeitig bekommen. Ja, also das Erste war, was ich mir gedacht habe, so, wir können gleich wieder nach Hause fahren. Weil da waren wirklich die wichtigsten Sachen drin. Zum Glück kommt der Koffer doch noch rechtzeitig an. Die WM der Jungbäcker findet heute zum 51. Mal statt. Aus jedem Teilnehmerland treten 2 junge Talente an. Nur ihre Gesamtleistung zählt. Teamwork ist also die Devise. Wir sind natürlich optimistisch. Wir haben ja auch dafür 5 Wochen trainiert. Jetzt gehen wir natürlich davon aus, dass alles funktioniert. Macht sich das harte Training bezahlt? Können sie sich gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen? Eure Zeit startet jetzt. Auf geht's! Die Teilnehmer haben 6 Stunden Zeit für 6 Disziplinen. Darunter Brote, Plunder, Brötchen, Zöpfe, Hefeteig und als Highlight das Schaustück. Die größte Herausforderung? Der Zeitdruck. Jetzt ist Crunch-Time, jetzt müssen sie es abliefern, was monatelang trainiert worden ist. Wenige Wochen zuvor in Weinheim. Hier trainieren Malika Boymesueva und Alexander Weinhold unter Aufsicht ihrer Trainer. Bei der WM ist allerdings kein Coach dabei, sondern nur ein deutsches Jurymitglied. Man macht sich über alles irgendwie Sorgen jetzt. Ja? Also, vor allem kennt man ja den Ort nicht. Das ist ja wieder auf der ganz anderen Seite der Welt. Und da sind schon ganz andere Klimabedingungen. Also das macht mir eher Sorgen, als wie, dass ich dann auf mich allein gestellt bin. Präzision ist gefragt. Alles soll gleich aussehen. Und das unter Zeitdruck. Genau das gilt es zu trainieren. Schwer ist Zeitdruck eigentlich. Wenn man immer über Zeit denkt, dann ist es sehr schwierig. Malika ist aus Tadschikistan. Vor 4 Jahren kommt sie nach Deutschland und beginnt eine Ausbildung zur Bäckerin. Juries achten sehr darauf, dass sie alle gleich aussehen sollen. Und die Coaches achten im Training sehr darauf, dass Wettkampfbedingungen herrschen. Weil umso kleiner, umso eher sieht man am Ende, dass da was nicht stimmt. Also wenn ich ein Brot habe und da sind 5 Gramm zu viel, das sieht man nicht, das merkt man nicht. Das wird niemand auffallen, aber wenn wir hier Kugeln von 13 Gramm haben, dann sieht man das sehr deutlich. Im Mittelpunkt steht bei der Back-WM immer eine Sache. Es ist so, dass das Schaustück halt pompös in der Mitte steht und John immer sagt, also es gewinnt kein Team, wenn das Schaustück nicht gut ist. Klingt zwar jetzt banal, aber das Schaustück hat eine große Strahlkraft. Und deswegen kommen besondere Techniken zum Einsatz, wie hier Airbrush. Ich finde das leichter,
als zum Beispiel Teig einzufärben. Also ist nicht gleichmäßig, wenn man nicht damit arbeiten kann, aber ist halt schneller. Das Schaustück muss zum Thema der WM passen. Das lautet in diesem Jahr Repräsentation des eigenen Landes. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wofür Deutschland steht. Ich kann so viel verraten, also die Autoindustrie ist vertreten, aber auch das Oktoberfest ist vertreten. Auch Engineering haben wir mit dem Schaustück berücksichtigt, aber auch Schwarzwälder Kirschtorte, auch so ein bisschen die Natur. Im Wettkampf gilt es, identische Gebäckstücke abzuliefern. Wir unterhalten uns den ganzen Tag über den Wettbewerb, wir machen eigentlich nichts anderes. Das von morgens um 7 bis abends um 10, um 11 sowas. Dann gehen wir schlafen und dann wiederholt sich das. Auch privat ist bei dem 21-Jährigen viel los. Seit 3 Wochen ist er frisch gebackener Papa. Zum Backen ist Alex über Umwege gelangt. 2017 macht er zuerst eine Ausbildung zum Konditor. Also wenn die Croissants so bei der WM aussehen in Taiwan, dann sind wir sehr zufrieden. 2 Wochen geht das Training noch. Dann machen sich die beiden auf zur Weltmeisterschaft nach Taiwan. Hier müssen Malika und Alex die nächsten Stunden zeigen, was sie drauf haben. Können sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und den Titel wieder nach Deutschland holen? Fremdes Land, das heißt auch andere Öfen und fremde Produkte. Das bereitet den beiden Nachwuchstalenten gleich zu Anfang der WM große Schwierigkeiten. Ja, wir haben Probleme mit dem Ofen, deswegen müssen wir ein paar Schaustückteile neu machen. Das sind Teile, wo wir nicht drauf verzichten können. Und dann sind es mit der Hefe ganz andere Verhältnisse. Da müssen wir ein bisschen länger warten, bis unser Teig bereit ist, dass wir den aufarbeiten können. Alex, Ofen auf wie viel Grad? 250. Das kostet Zeit. Alex und Malika sind bereits zu Beginn nicht mehr im Zeitplan. Kein guter Start. Wie viel seid ihr im Zeitplan hinterher? 15 Minuten mal. Hinterher. Ja. Auch bei der Konkurrenz aus Malaysia läuft nicht alles nach Plan. Sie haben das Schaustück bereits fertig gebacken mitgebracht. Das verstößt gegen die Regeln. Hier droht Punktabzug. Es ist schon eine erhebliche Punktanzahl, die nicht erreicht werden kann. Deswegen glaube ich, dass Malaysia mit dem Treppchen nichts zu tun haben wird. Langsam groovt sich Team Deutschland ein. Alex arbeitet am Kartoffelbrot mit Cranberries und Walnüssen. Malika am Plundergebäck. Was für Idee, Lam. Ich muss ein bisschen runterkommen. Jeden Arbeitsschritt haben sie zigmal im Training wiederholt. Trotzdem ist die Zeit heute ihr größter Feind. Wäre nicht schlimm, wenn es schnell geht. Jetzt entscheide ich mal. Es soll schön sein, schnell sein. Ja. Wenn du so entspannt mit mir quatschen kannst, dann seid ihr anscheinend gut in der Zeit, ja? Malika beginnt mit dem Schaustück. Ich schmelze Isomalt und klebe schon die Blumen zusammen. Aber muss man sehr vorsichtig arbeiten, weil es sehr heiß. Um Farbe ins Spiel zu bringen, setzt die in Aachen lebende Malika Airbrush ein. Die Schwierigkeit? Es ist gar nicht so einfach, die Farbe gleichmäßig aufzutragen. Mach's nicht zu dunkel. Sie sind so, ja, wie sie jetzt sind, perfekt. Das Interesse an der WM ist groß. Im asiatischen Raum wird dem Wettbewerb mehr Aufmerksamkeit als anderswo geschenkt und mehr Anerkennung. Die Teilnehmer in Asien, wenn die Erfolg haben, kommen abends in der Tagesschau quasi. Das soweit haben wir es noch nicht geschafft, aber vielleicht kommt es dazu ja noch. Jetzt fängt auch Alex mit dem Highlight an, dem Schaustück. Die sind schon geklebt. Jetzt muss das halt noch in der restlichen Zeit, was gar nicht mehr so viel ist, aufgebaut werden. Und natürlich auch noch stehen. Ja, das Aufbauen ist das eine. Dass es aber wirklich steht, das ist dann nochmal eine ganz eigene Aufgabe für sich. Die letzten 70 Minuten laufen. Jeder kleine Fehler, jedes kleine Wackeln kann das Schaustück zu Fall bringen. Hier, Eispray, Eispray. Pass auf, dass wir nicht an den Tisch kommen, damit es nicht wackelt. Ja, ich warte, bis du da bist. Ich gehe kein Risiko an. Ich klebe es nur bei mir auf meiner Seite, ja? Ja. Alles klar. Und los. So langsam würde ich mich freuen, wenn da ein paar Details dran kommen. Ja, geht gerade los.
Bitte nicht hektisch werden, nicht hektisch werden. Ruhig weiterarbeiten. Eispray. Auto ist nicht schwer, das hier ist zu niedrig. Hinten. Nicht hektisch werden. Komm, das ist trotzdem schwer, weil die ganze. Siehst du, da kann das Auto nicht drauf stehen. Das hält auch ohne zu kleben. Das hält auch ohne zu kleben. Aber nicht mit Auto. Unter Zeitdruck zittern die Hände. Die Folge? Sehr knapp. Die Zeit wird sehr knapp. Wenn du wenig Zeit hast, wirst du hektisch. Und wenn du hektisch wirst, dann passieren Fehler. Auch die Schaustücke der anderen Teams nehmen langsam Formen an. Alle müssen zum Thema der Weltmeisterschaft passen. Das variiert jedes Jahr und lautet bei dieser WM Repräsentation des eigenen Landes. Die letzten Minuten laufen. Werden Malika und Alex rechtzeitig fertig? Zack, zack, fertig. Fertig. Hält nicht, oder? Hält. Kirsche. Nächste. Zahlen sich Training und Vorbereitung aus? Und vor allem, hält das filigrane Schaustück? Okay. Ganz in Ruhe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You did a great job. Alex, nur Hand. Das Schaustück steht. Und so sieht große Erleichterung aus. Wir haben alle Produkte. Wir haben Kleinigkeiten weggelassen, aber es sieht alles gut aus. Zeit für die Bewertung. Jedes Teilnehmerland stellt einen Juror. Der darf das jeweils eigene Land aber nicht bewerten. Ich bin wirklich sehr happy, dass ich überhaupt teilnehmen durfte. Und jetzt ist wirklich egal, ob wir gewinnen oder nicht. Und das alles bleibt in meinen Erfahrungen. Nicht nur die Optik zählt. Der Geschmack der Produkte macht ein Drittel der Bewertung aus. Aber wie kommen die deutschen Kreationen wie Kartoffelbrot bei der internationalen Jury an? Hat sich die lange Vorbereitung gelohnt? Welchen Platz belegen die beiden deutschen Nachwuchstalente Malika und Alex? Und wer holt den Titel bei der diesjährigen Back-WM? Also ich schätze, dass wir auf dem dritten Platz sind. Ja. Third place, Brasil. Vize-Weltmeister ist Schweden. Bleibt noch die Frage offen, wer holt den Titel? Der Gewinner des Wettbewerbs der jungen Bäcker ist Taiwan. Die Enttäuschung ist groß. Für Malika und Alex reicht es nur für Platz 4. Alles ganz okay. Ging mir schon mal besser. Aber ja, verloren haben wir ja nichts. Sehr traurig natürlich. Haben wir ein bisschen was anderes erwartet. Mindestens dritter Platz. Sehr, sehr schade. Wir gratulieren Malika und Alex zu einem tollen vierten Platz. Die Umstände waren alles andere als leicht.